Annyeonghaseyo. Heute möchte ich euch die Umformung der Verben erklären. Die koreanischen Verben sind in Infinitivform immer irgendwas mit da. Und diese da-Form können wir beim Sprechen nicht benutzen. Also wir brauchen eine Jo-Form. Und wie kommen wir auf die Jo-Form? Das ist die Frage. Heute geht es um die Umformung der Verben von da auf Jo. Die Da-Form muss sich in Jo-Form verwandeln. Was genau müsst ihr machen? Ihr führt eine Vokalkontrolle in letzter Silbe im Verbstamm durch. Und wenn ihr ein A oder O in dem Verbstamm findet, dann wählt ihr Ajo-Endung. Sonst Ojo-Endung. Endung. Mit Endung meinte ich die Verbendung. Normalerweise habt ihr im Infinitiv eine Da-Endung und da entfernen und an der Stelle könnt ihr die neue Endung einsetzen. Also die neue Endung wird da ersetzen. Bei harter Verben aber müsst ihr keine Gedanken drüber machen. Also ihr müsst keine Vokalkontrolle durchführen. Einfach Hada wird Heyo. Hada ist Heyo. Ja, Shopping Hada, Shopping Heyo. Okay? So, hier ein paar Beispiele für Ajo-Endung. Salda. Salda heißt wohnen oder leben. Wir gucken mal. Schritt 1. Die alte Endung da fällt aus. Also, ich entferne da und dann schaue ich mir an, ob ich ein A oder O im Verbstamm habe. Okay, Sal hat ein A-Teil dabei. Bei A oder O, welche Endung müsst ihr wählen? Genau, A. Jo-Endung. Das heißt, die Jo-Form von Salda ist Sarayo, Sal-ayo, Sarayo, Sarayo.저는 베를린에 살아요, 살아요. 저는 서울에 살아요, 살아요. Machen wir genau dasselbe bei Gada. Gada heißt gehen, fahren, fliegen, reiten und so weiter. Gada, erster Schritt, was müsst ihr machen? Da fällt aus, ihr müsst da entfernen. Und in dem Verbstamm die letzte Silbe. Ga hat ein A dabei. Gut, dann nehmen wir Ajo-Endung. An der Stelle da kommt die neue Endung ajo herein. So, fertig. Fertig? Nein. Das ist noch nicht alles. Also ga ajo ist nicht die Endform. Warum? Wie ihr seht, ajo, a und ga, wir haben einfach zu viele a's. Ja? A-a, ga ajo, ga ajo, ga ajo, das klingt nicht so schön. Also, bei zu viele a's können wir ein A weglassen? Praktischerweise. Gajo. Nur eine Jo. Ja? Gajo ist die Endform. 저는 한국에 가요. 저는 베를린에 가요. 저는 서울에 가요. 야? 가요. In der Regel, wenn ihr irgendwas zusammenfügen könnt, dann müsst ihr das halt machen. So ist es. Ja? Jetzt haben wir Ojo-Beispiele. Essen. Ein lebenswichtiges Verb. Mokda. Mokda. Mokda, was müsst ihr machen? Erster Schritt. Da entfernen. Ich mache das schon. Zack. Zack. Gut. Mok ist der Verbstamm. Haben wir ein A oder O? Nein, das ist
weder A noch O. Das ist ein O. O. Also, im sonstigen Fall wählen wir Ojo-Endung. So, O. Jo als neue Endung. Also an der Stelle von da. Ja? Der Verbstamm bleibt unverändert. Und da wir weder A noch O haben, mog ojo. Ojo als neue Endung. Mogoyo. Mogoyo. 저는 피자를 먹어요. 저는 스파게티를 먹어요. 저는 비빔밥을 먹어요. 저는 김밥을 먹어요. 저는 김치를 먹어요. 자, was ist mit trinken? 마시다, 마시다, 마시다. Okay, das Verb besteht aus drei Silben insgesamt. Da ist die alte Endung, die fällt ja sowieso aus. 마시. Zwei Silben für den Verbstamm, ja. Das heißt, anders formuliert, wir haben zwei Vokale im Verbstamm drin. Welches Vokal interessiert uns aber? Nur das eine interessiert uns. Und zwar die hier. Also I. Von der alten Endung da nach links eine Stelle zurück. Das ist die Regel. Also das Vokal I. Weder A noch O. Also wir wählen schon wieder mal Ojo. Ich schreibe mal auf. Der Verbstamm Mashi bleibt und die neue Endung Ojo wird da ersetzen. Ja? Mashi Ojo, Mashi Ojo. Aber das sind zu viele, da sind zu viele Silben. Mashi ojo, mashi ojo, mashi ojo. Wenn man das Bali Bali schnell, schnell sprechen würde, mashi ojo, shi ojo, shi o, shi o, shi o, shi o. Shi und O kann man zusammenfügen. Zusammenschreiben, shi und O, das sieht so aus. Shi o, 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 shi o. Warum? Das Vokal Yo, das habt ihr in Handelsstunde schon gesehen. Yo besteht aus I, I-Teil, I und O-Teil. Also die Mundform ändert sich von I und später wird, wird die Mundform O. Ne? Yo, Yo, das bloß schneller. Yo. Jo, jo, scho, scho. Das gehört noch S plus I Kombination, die nicht si, sondern sch ausgesprochen wird. Also scho, scho, scho. Ma scho jo. Endform also. Ma scho jo. Ma scho jo. Ma scho jo. Okay? 저는 콜라를 마셔요. 저는 커피를 마셔요. 저는 카푸치노를 마셔요. 저는 우유를 마셔요. 야? 저는 녹차를 마셔요. Und so weiter. Als nächstes haben wir Haderverben. Die Haderverben sind so, ein Haderverb besteht aus einem Nomenteil und Hada, dem Verbteil. Hada oder Heyo an sich heißt machen oder tun. Also irgendwas machen, irgendwas tun, heißen die Verben. Gut, die Beispiele. Shopping Hada, Shopping Hada, Shoppen machen, Shoppen, einkaufen. Undung Hada, Sport machen, Undung Hada. Gongbu Hada, das Lernen machen, Gongbuhada, lernen. Iyagihada, Iyagihada, Gespräch machen oder Geschichte machen, Dialog machen. Das heißt einfach sprechen oder etwas sagen, sich unterhalten. Iyagihada. Chonwahada, Chonwahada,
Sonhuahada. Bei NH-Kombination, ihr müsst nicht deutlich H aussprechen. Das heißt, Sonhuahada oder Sonahada. Sonna reicht schon. Sonahada. Telefon machen. Telefonieren. Richtig. Anrufen. Und Norehada. Norehada. Song machen. Lied machen. Das heißt, singen. Fußball spielen, sagt man Fußball machen. Chukku hada, chukkuru hada. Und yori hada, kochen machen, kochen und so weiter. Ja, also hada wird ohne weitere Überlegung, ohne Stress sofort heyo. Ihr müsst keine Vokalkontrolle machen. Wenn ihr Hada seht, einfach anstelle Hada, heyo, 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 heyo. Shopping Hada, Shopping heyo. Undong Hada, Undong heyo. Gungbu Hada, Gungbu heyo. Iyagi Hada, Iyagi heyo. Jona Hada, Jona heyo. 노래하다, 노래해요. 한 번 더, 너가 한 말. 쇼핑해요, 운동해요, 공부해요, 이야기해요, 전화해요, 노래해요. Ja? Das war's dann mal für heute. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne in eurem Classroom oder auf YouTube unter diesem Video kommentieren oder schick einfach eine E-Mail an koreanisch@henna.de. 감사합니다. 감사합니다. 또 봐요. Vielen Dank. Wiedersehen. 감사합니다. 또 봐요.